Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite und dem Beagle. Wir wollen in den Riss gehen. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Das klingt sehr... Oh Gott. Da, ich habe die Treppe gesucht im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob ihr mehr seht als ich. Ich glaube nämlich nicht. Vox Populis. Okay. Wow. Wow. Um Himmel. Aber an dem hat sich nichts verändert. Interessant. Und Slate hat sich auch nichts geändert. Interessant. Was? Daisy Fitzroy. Los jetzt, du Scheißkerl. Erzähl mir was über Daisy. Mach ihn los. Was? Scofield sagt losmachen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Ha? Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Ich schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Nope. Butterfly-Effekt. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Aber irgendwas stimmt trotzdem Luca, nicht mit denen. Haben alle Nasenbluten. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Dass sie gestorben sind? Ach so. Was geht hier vor, Sensor? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten. Das werden wir ja sehen. Ja. Das ist frech. Da unten. Ich hab dich gesehen. Du musst nur wieder rauskommen. Ich hab einen Fleck auf meinem Scharfschützengewehr. Das geht gar nicht. Unser Gegner da vorhin. In der anderen Welt war er es, der an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Das verstehe ich, Booker. Was meinst du, wie es uns geht, wenn wir Marvel-Filme mittlerweile gucken? Hm. Oh ne, warte mal, doch. Ach nein, doch nicht. Schade, falscher Automat. Was denn? Elizabeth, sprich mit mir. Sie will nicht mit mir sprechen, Leute. Sie will nicht. Sieht alles anders aus. Also gänzlich anders. Guck mal was. Warte mal. Was? Das ist ein Revolver, das will ich nicht. Kohle nehme ich aber gerne. Die Munition auch. Nein, das nicht. Ich habe keinen Bock, meine Lockpicks zu verbrauchen. Du hast...
nein. Ich habe einmal die Panzerfaust benutzt und fand's doof, wenn ich ehrlich bin. Nennt mich verwöhnt, aber mein Karabiner und mein Dings sind echt geil. So. Okay. Wer ist da? Er ist es. Ich bin es. Wow. Sagte halt! Sagte halt! Ja, möge die Väter euch leiden. Schlag mich im Schädel ein. Gesindel war. Das war nett mit euch. Ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, ehrlich. Okay, ich durfte eine nicht vorhandene. Oh, was ist das? Schätze aus dem Job. Ha. Halben Geschütze? Nee. Ist denn hier auch? Medkits? Ist hier jetzt was anderes drin irgendwie noch? Lockpicks waren jetzt hier drin. Interessant. Noch ein Lockpick. Das hat sich richtig gelohnt, nochmal hier kurz reinzugehen. Ist, wo muss ich hin? Ah, zu Shins Werkstatt. Ich will erst zu dem Automaten da hinten, in der Hoffnung, der hat was Sinniges für mich. Weil ich habe wieder Mangel an Munition. Ah, du bist kein Munitionsautomat, ne? Shish. Man sollte... Chen Lin ist es doch. Hier ist alles geplündert, interessant. Ja. Aber selbst wenn wir von ihm die Waffen kriegen, was bringt uns das? Hörst Dann du sind sie immer noch in der falschen Welt. Keine Maschinen, keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da! Der Schrein! Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Oh Gott, ich ahne Böses. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier, sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschine ist sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Gar nicht?
Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist da ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte. Ja, dann... Ja, dann... Vielleicht. Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Okay. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Keine Ahnung. Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Nee, oh. Falsche Taste gedrückt. Ist mir ein Atlas Fallen ja gestern auch so oft passiert. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Vergiss. Ob das so eine gute Idee war? Aber ziemlich recht. Sorry. Was denn? Alles gut? Elizabeth, alles gut? Man weiß es nicht so genau. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber ich sage euch, jedes Lebewesen hat seinen Platz. Jedes Lebewesen hat seinen Platz, sagt er. Das sagt er aber auch nur, damit er genug Arbeiter kriegt. Ich bin mit meinen Fähigkeiten eigentlich ziemlich zufrieden. Hätten nicht die Steine dafür gemacht? Hätten die Industriekapitäne Bahnfahren können? Hätten die... Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Okay. Mit durchkommt. Na dann. Fertig. Gut. This was easy going. Ich liebe Scharfschützengewehr, Leute. Ich gestehe, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass es hier in Bioshock Infinite zu meiner Hauptwaffe wird, quasi. Aber ich lieb's. Oh. Oh? Was ist O? Oh?
niemand genau weiß, was O heißt bei ihr. Was haben wir denn hier? Dinge, die ich durchsuchen kann. Sehr schön. Geld. Oh, wie komme ich da dran? Da will ich dran. Dammit, ich will da dran. Mehr Geld. Yes, danke schön. Ich muss doch irgendwie da dran kommen. Es lässt mich nicht los. Ich will da dran kommen. Nicht. Dann müssen wir Aufzug fahren. Er drückt da immer so elanvoll drauf. So. Macht ihr das auch bei eurem Aufzug immer, wenn ihr, egal welchen Aufzug reinsteckt, erstmal voll mit der Faust dagegen hauen? Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Nein, eigentlich nicht. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Nö. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Oh, ganz so gar nicht. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Oh. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt sind es schuld am Zustand dieser Leute? Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Ne, dann möchte ich mich erst hier umgucken. Irgendwas wird es doch bestimmt hier geben. Ein Lockpick. Achtung! Privilegiertes. Hast du mal Kleingeld von? Hat ihn jemand gesehen? Warum hat der mich jetzt angegriffen? Gayward Shiftbar. Sehen Sie alle! Munition! Hier! Bedarf? Ja. Alter, ich schlag Frauen jetzt nicht so gerne. Nur, dass man frisst. Ja, sorry, aber... Er hat schon drauf gewartet gehabt, Leute. Also, kann es mir auch egal sein. Was haben wir denn hier? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Das war schön. Das war so schön. Oh. Ein Lock. Nationalbox zum Entriegeln finden.
Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy, nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Na dann. Was habe ich jetzt gefunden? Oh Gott. Ein Schlüssel für eine verschlossene Box gefunden. Hat die Augen nach einer verschlossenen Box auf. Aha. Oder tot. Nun denn, ihr Lieben. Ich werde mich hier nächste Mal weiter umsehen. Wir werden diese Box sicherlich finden. Jetzt kann ich hier übrigens auch... Ich habe Geld gefunden. Oh, bedankt. Danke. Gut so. Okay, ja. Dort ist Signic Doctor. Wir haben nur noch Sie. Bitte, helfen Sie. Und dann schauen wir mal, ob wir die Box finden und wie es generell weitergeht. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.